Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf der Abernathy Farm und der Arena der Abernathy Farm. Ja, wir waren am Kämpfen in der letzten Folge schon mit einem kleinen, aber doch bedeutenden Problem. Nämlich die Wände lassen sich irgendwie, also die Betonwände sind ja wunderbar und man kann richtig viel damit bauen. Sie lassen sich aber irgendwie nur außen anbringen und dann entsteht unten so eine unschöne Kante. Sie hängen also über. Und das machen die Metall-, die Stahlwände genauso. Wir wollten noch mal ausprobieren, wie es sich da mit Holz verhält, ob wir da vielleicht mehr Glück mit haben. Ist die Frage, ob wir hier schon wieder handeln können. Willst du was kaufen? Klar, ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. Und es sieht so aus, als hätte sie tatsächlich wieder was. Das geht ja schnell. Da wird auf jeden Fall erstmal wieder genug Metall und... Ja, genug Metall nicht, aber Holz, um jetzt da unten so ein bisschen auszuprobieren, wie wir das am besten bewerkstelligen. Ja, nehmen wir mal gleich so 300 hier raus, 350. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Und ich sicherlich auch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Ich wundere mich ein wenig, dass hier schon neue Waren wieder drin sind. Und in Sanctuary Hills, da waren wir ziemlich lange nicht, da waren keine neuen Waren drin. Was ist das? Eine Art Hightech-Uhr? Suchst du was zum Anziehen? Okay. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Flanellhemd und Jeans. Aha. Wir können nicht anders. Wir müssen das immer kaufen. Polizisten, Sonnenbrille und Postbotenmütze. Eine saubere. Sehr schön. Joa, die schmutzigen Sachen wollen wir lieber nicht haben. Aber sie hat dann auch wieder Ladungen und kein... Ja, doch, Holz. Holz hat sie auch. Das ist gut. Mhm. So, weg mit dem ganzen Wasser. Ha, da ist nicht viel übrig geblieben, okay. Ja. So, dann die Schrottteile kommen auch weg. Und wir haben auch hier kein aufbereitetes Wasser drin. Ja. Dafür müssten wir also wirklich nach Sanctuary Hills erstmal. Vielleicht machen wir das doch jetzt einfach mal. Bevor wir unsere Zeit wieder dem Problem widmen. Auf zum Wasser. Die rennen überall rum, die Brahmine, unsere Versorger. Die sind auch noch ziemlich schnell. Ja, hier passiert tatsächlich nicht sehr viel. Außer, dass hier mächtig viele Pack-Brahmine rumlaufen. Selbstdiagnose abgeschlossen. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen werde. Ah.
Ja, wir schauen uns jetzt mal hier genau um. Also Brahmine dachte ich auch, in Sanctuary Hills müssten wir mittlerweile ein paar mehr haben. Okay, es sind so viele Brahmine, die stehen schon auf dem Dach hier. Ein einfaches Leben ist das nicht. Genau, da steht nämlich auch noch eine Brahmin-Wanne, ein Futtertrog. Und während Brahmine... Die Sonne geht unter, die Irren kommen. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Wären mehr Brahmine hier, dann wären sie bestimmt auch am zweiten Futtertrog schon gelandet. Ja, das ist jetzt nicht so viel Wasser, aber wir können mit Sicherheit von Conny Abernathy unsere Sachen schon mal wiederholen. Flaschenkürbis 10. Ich glaube, da ist aber was dazugekommen. Wir haben, glaube ich, keine 11 Karotten und 10 Flaschenkürbisse hier drin gelassen. Mais ein Teil, Mais eine Melone. Oh, das könnte ja sein. Das Problem ist, wir sind dann mit dem Wasser gleich überladen. Das sind ja nur 323 Teile. Wundert mich auch, dass das so wenig ist. Sonst waren das immer um die 500 Teile. Endlich kann ich wieder klar denken. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Da qualmt nichts, da klappt wohl alles. Hier scheint auch alles zu laufen. Ja, auch die Wasseraufbereiter hier sind, so wie es sich anhört und wie es aussieht, alle eingeschaltet. Was? Ja, Oguai. Friss mir nicht das Brahmin auf. Ja, also hier qualmt auch nichts. Von daher denke ich, diese Wasseraufbereiter auf dieser Seite, die sind auch alle in Ordnung. Also nun wirklich, mit einem Raketenwerfer hat er jetzt Sheffield auf die Redcar-Galake geschossen. Was soll ich dazu sagen? Ja, aber die müssen doch irgendwo herkommen. Diese Redcar-Galake hier, die macht doch nicht mal was. Die ist doch friedlich. Der Bär greift sie nicht an, also der Yao Guai greift sie nicht an. Wo kommen die her? Hier ist auch alles in Ordnung, also wenn die hier rausgekommen wären. Ja, ich denke, die Theorie, die ich zu Beginn mal hatte, gleich von Anfang an, seit es diesen
Wasteland Workshop gibt. Wird wohl richtig sein. Also wenn man Fallen aufbaut, dann kommen dann und wann auch schon mal andere Viecher, die eben nicht in den Fallen landen, sondern ja, die werden so angelockt. Wäre ja auch logisch. Die werden angelockt. Und ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Andererseits verstehe ich nicht, warum die Red Kakerlake, die hier gerade saß, warum die friedlich war. Da ist sie noch. Und warum ist die friedlich? Naja, wie auch immer. Aber ich denke... die macht aber auch fiese Geräusche. Ja, ich denke, wir nehmen hier das Wasser mal mit. Ups, das nehmen wir besser von hier unten mit. Dann haben wir es nicht so weit. Und holen uns schnell unsere Kronkorken von Conny Abernathy wieder. Und dann experimentieren wir natürlich weiter mit... Okay, aktiviert. Ja, alles gut. Dann experimentieren wir weiter mit der Mauer da unten. Es wäre ja doch ganz schön, wenn wir das hinbekommen. Es ist knifflig. Auf jeden Fall, wie lange haben wir? Echt eine halbe Stunde in der letzten Folge da dran gesessen, das rauszubekommen. Und es hat nicht wirklich geklappt. Ich fürchte fast ja. Okay, das ganze Wasser nehmen wir hier mit. Mehr können wir auch von hier nicht mitnehmen. Gammelkala mit ihren überteuerten Preisen ist auch schon lange nicht mehr hier gewesen. Wer weiß, was mit ihr passiert ist. Wir sollten vielleicht mal zum Institut, um herauszufinden. Was ist los? Schießen die jetzt auf mich, oder? Ach so, die Red Kakerlake ist jetzt in Richtung Geschütztürme gelaufen. Und die haben sie dann schon angegriffen. Es kann natürlich auch sein, wir haben ja jetzt den Skill Tierfreund genommen. Das vergesse ich immer wieder. Es kann natürlich auch daran liegen, dass wir jetzt mit Tieren besser klarkommen. Ach, wie auch immer. Ich hätte nicht gedacht, dass es im Commonwealth noch gute Menschen gibt. Ich irre mich nicht oft, aber bei dir bin ich froh darüber. Willst du handeln? Mhm. Sicher. Oh, wir haben die wir haben doch mit irgendjemandem gehandelt und da waren keine Kronen. Und deswegen haben wir doch das Wasser geholt. Ja? Wer war das denn sonst? Ich würde 100 Meilen weit gehen, wenn ich wüsste, dass am Ende ein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Conny wird jetzt beruhigter sein, wo sie das Medaillon zurück hat. Ja, entweder waren die Kronkorken schon weg oder... Ja? Es war irgendwer anders. Ja, es wird dunkel, wir sollten auch langsam mal schlafen gehen. Am nächsten Tag sieht die Welt wieder anders aus und wir werden hoffentlich morgens, wenn es heller ist, rausbekommen,
Ja, wie das funktioniert da mit den Wänden. Okay, hier ist das Problem. Wir sind ja schon so ein Stückchen weitergekommen. Na gut, versuchen wir es nochmal mit einer Holzwand, was die so macht. Ach so, ja, hätten wir jetzt gar nicht. Na gut, egal. Eine Holzwand, eine ganz normale Holzwand, so etwas hier. Ja, die steht auch ziemlich auf der Kante. Aber das Gute ist, sie snappt auch hier an Betonwänden an. Vielleicht bekommen wir so die Höhe hin. So. Kriegen wir die Höhe so hin? Das sieht nicht danach aus. Auf gar keinen Fall. Es ist etwas höher jetzt, aber es ist noch nicht korrekt. Nein, also ich glaube so langsam. Das funktioniert so nicht. Nein, also wenn, dann will die Betonwand immer außen andocken. Ja, das geht so nicht. Ich glaube, bevor wir jetzt nochmal, was ich, 20 Minuten hier ausprobieren, vielleicht wird es irgendwann mal eine Lösung für das Problem geben. Im Moment, glaube ich, ist es so, dass Betonwände ganz einfach immer außen angebracht werden. Wir könnten hier schon ein bisschen was machen. Also alleine mit Augenmaß. Was jetzt nicht so gut aussieht hier. Alleine mit dem Augenmaß könnte man vielleicht noch irgendetwas rausholen. Aber was ich nicht so ganz verstehen kann, als wir hier oben diese Sache da gebaut haben, da hat das aber mehrfach geklappt, dass man das auch so ein bisschen höhenversetzt angebracht hat. Da ging das seltsamerweise. Nun gut, ich glaube, die ganzen Geschichten hier haben gewonnen und wir geben klein bei. Der Klügere gibt nach, oder wie heißt das? Naja, wären wir klug, hätten wir jetzt nicht schon so viel Zeit damit vergeudet. Ja, vergeudet. Nun, das ist alles eine Ermessenssache. Wir wissen jetzt wenigstens, dass wir alles versucht haben, was wir konnten, und so funktioniert das nicht. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Betonklötze hier nicht mehr rein. Nein. Nein. Oh nein. Oh oh. Tatsächlich. Aber das Problem kannten wir doch, das hatten wir doch schon mal. Das ist doch jetzt kein neues. Da fällt mir noch eine Möglichkeit ein, wie wir das hinbekommen könnten. Betonklötze und die Holzleiter. Und zwar nicht diese, sondern, Moment mal, das Treppenhaus. Dieses hier. Ja, damit konnten wir doch einiges hier machen. Konnten. Okay. Okay,
Kann man das hier nicht mal deaktivieren so lange? Ja, und wenn wir jetzt hier so eine Betonwand hinstellen, die müsste doch dann am Treppenhaus andocken. Machen wir das mal lieber von der anderen Seite. Ich traue den Stacheln da unten nicht. Ja, wie das Leben so spielt. Ja, also hier dockt überhaupt nichts an dem Treppenhaus. Ach so, wenn es andocken würde, dann auch unten. Nicht schlecht, ja gut. Das muss man erstmal wissen. Hoffentlich merken wir uns das auch. Hat ja jetzt lange genug gedauert. Auf jeden Fall mit dieser Treppe werden wir doch unsere Fundamente wieder ausgelegt bekommen. So, hier ja. Da snappt es jetzt sogar an. Hier snappt es nicht an. Ja, was ich sehr schade finde eigentlich. Und es wäre sehr schön, wenn man hier so... ja, so einen größeren Raum da unten hinbauen könnte. Vielleicht mit Fenster zum Durchgucken und vor allem die Ecken etwas abrunden. Ach so, ja, das geht nur. Das ist ja falsch hier. Das ist richtig. Ach, irgendwie ist das doch... Warum geht das denn jetzt nicht? Okay. Das müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie von oben nach unten machen. Jetzt kommen wir da schlecht an. Okay, von innen vielleicht, ja. Es geht wahrscheinlich sogar sowieso einfacher. Nur in diesem Fall sehe ich da ein bisschen schwarz. Ja, was haben wir denn hier gemacht? Hat alles so schön gepasst vorher. Ja, dann hätten wir das auch mit den Wänden weitermachen können, wenn wir jetzt damit zufrieden sind, dass das hier so irgendwie drin ist. Ja gut, mit den Wänden hat es ja vorne und hinten nicht gepasst. Das war ja, die Höhe hat nicht gepasst und ja, die ganze Größe auch nicht. Hier passt es ja wenigstens so einigermaßen. Na, ob wir das hier nochmal so schön hinbekommen? Natürlich, und viel schöner. Nein. Und der letzte hier rein. Irgendwie klappt das nicht im Moment so gut. Mit dem Bauen hier. Das war vorher schöner, ich weiß. Ja gut, ich sag mal, durch die ganzen Atomexplosionen und so, da sind hier die Fugen schon so ein bisschen auseinander gedriftet. Dabei hat das hier sonst überall ganz gut gepasst. Naja, da kann man jetzt nichts machen. Sehen wir zu, dass wir die Tür unten wieder ans Laufen bekommen, lieber. Und dann können wir vielleicht doch noch hier ein bisschen weiterbauen, oben an der Metallseite da. Ein paar Teilchen sollten wir ja wieder bauen können. Die Tür, war die nicht... war die immer so außerhalb? Ich meine, das klappt doch. Die Tür funktioniert.
Okay, die letzten zwei, also die letzte Folge und diese Folge hat dann mal niemand gesehen. Oder der, der es gesehen hat, behauptet einfach, er hätte sie nicht gesehen. Ach, das war wohl nichts. Okay, hätte ja sein können. Und normalerweise denke ich, wenn man da sowas bauen kann, ja, warum sollte das nicht sein? Hier kann man ja auch alles Mögliche. Und es snappt immer an. So, wir waren aber schon eine Etage höher hier mit unserem Bauwerk. Genau, wir waren sogar noch eine Etage höher. Und genau, hier waren wir stehen geblieben. Ja, gerne, gerne möchte ich so weit rausgehen, wie wir das hier gemacht haben. Schauen wir mal, ob wir das hier vielleicht noch etwas zur Seite bekommen. Das gute Stück hat meistens ja Ärger gemacht. Es stand immer im Weg, also Ärger gemacht kann man eigentlich nicht sagen. Ja, das wird schwierig. Denn ich würde es dann hübscher finden, wenn wir das hier da so dran packen. Aber gut, vielleicht machen wir das auf der... Wir haben ja noch ein, zwei Etagen über uns. Drei sogar. Dann können wir das vielleicht besser dann machen. Wenn wir da gleich sind. Ja, das heißt, das hier kommt erstmal weg. Und hier kommen dann eben nur diese halben Platten hin. So, die kleinen. Böden, klein, Boden, klein, so. Ach, zwei können wir nur davon bauen? Warum haben wir so wenig Stahl? Jawohl. Und eins ist noch eingelagert davon, ein Teil. Aber das hilft nichts. Wir müssen ja weiterkommen. Und wir kommen in die nächste Etage. Mal sehen. Hierfür brauchen wir auch wieder Stahl. Da können wir aber immerhin acht Stück noch von bauen. Welche Seite wäre uns denn wichtig? Diese Seite, genau hier, wo wir gerade stehen, genau. Und zwar so oder so ähnlich. Ich hoffe, wir können jetzt noch eine von dieser... Oder wir haben eine eingelagert von dieser Wand. Dieser Metallwand dort. Eine können wir noch bauen, genau eine... Ha! Sie passt gar nicht. Okay, der Baubereich ist vorbei, ist zu Ende. Ach, die brauchen auch Stahl. Aber da haben wir doch noch... Nee, haben wir keine eingelagert von... Und das war's schon wieder mit dem Material...
Ja, dann war es das auch schon wieder mit der Zeit. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ja, wenigstens sind wir hier ein Stückchen weitergekommen. Ja, ich bin wieder wach. Alles gut. Ja, so wie ich das sehe, langsam dauert's, aber es wird was. Sieht danach aus. Wir brauchen Material. Wir müssen unbedingt einkaufen und das mit dem Wasser ist ja jetzt noch nicht so prickelnd. Also es könnte noch mehr sein. Wo könnten wir denn noch Wasser viel aufbauen? Natürlich, Spectacle Island könnten wir viel Wasser hinstellen. Jetzt haben wir aber gar nicht mehr so viel Material dafür. Wo ginge das noch? Spectacle Island, wo ist noch viel Wasser? Teffington Bootshaus. Naja, ich glaube, da haben wir schon so viele, wie wir konnten, hingestellt. Zwei Teile. Da war zwar überall Wasser drumrum, aber genau da hört es dann, glaube ich, auch auf. Was ist mit Warwick? Gut, Warwick. Ich glaube, da könnten wir noch mehr Wasser aufstellen. Noch mehr Wasseraufbereiter. Okay, ja, mit dem wunderschönen Bild darf ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen und Daumen hoch für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.